Erbarmungslose Kampf bis zum Tod. Ruffy vs. Crocodile. Die Strohpiraten und Vivi eilen nach Habana, das im Strudel der Rebellion gefangen ist. Aber der Einfluss von Crocodile ist groß. Ja, das ist schon der Abschlusskampf. Also den machen wir jetzt auf jeden Fall noch live im Stream. Dann machen wir für heute erstmal eine kleine Pause und sehen uns dann morgen nämlich im nächsten Arc wieder. Aber zuerst müssen wir überhaupt Crocodile besiegen. Das kann noch eine ganze Weile gehen, wenn es so läuft wie beim letzten Kampf. Oder ist es noch der erste Kampf zwischen Crocodile? Dann könnte der Abend sogar noch doch ein bisschen länger dauern. Weil den ersten Kampf hat er ja hart verloren. Huh. Doch, ich glaube, das ist der erste Kampf, wo Ruffy erstmal verliert. Das heißt, der große Hauptkampf kommt später erst noch. Ja gut, dann geht der Abend noch ein bisschen. Nein, halt, halt, nein. Ah. Was? Oh. Ja? 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 Mehr Leben. Noch mehr Leben. Sind wir auf jeden Fall etwas stärker. Das ist schon mal gut. Also dann, Crocodile. Yeah! Oh, hör auf mit deinem Rumgeschwebe. Das geht mir auf den Keks. Ich komme. Ah ne, ich kann mich nur drehen. Oh oh. Ich sollte wohl da nicht reindappen, denke ich mal. Bäm. Ach, der hat neue Fähigkeiten. Was? Oh Mann, der kommt einfach raus. Gatling! Und tschüss. Oh, verpiss dich doch von diesem Wüstendings. Von diesem Treibsandloch. Mann. Volle Kraft Burst. Was ist denn das da für ein random Shifter? Bounce. Wow. Ich weiß auch schon, was unser nächstes Let's Play bzw. unser nächster Livestream wird. Also wenn One Piece Pirate Warriors vorbei ist. Und zwar freue ich mich mega drauf, wenn im nächsten Monat Final Fantasy VII rauskommt. Das ist, glaube ich, mein Spiel des Jahres. Und ich habe mir überlegt, auch wenn es jetzt nichts mit Animes und so großartig zu tun hat, möchte ich das trotzdem gerne livestreamen. Einfach, weil das Spiel der absolute Hammer ist. Ich bin ja
ein extrem großer JRPG-Fan. Also, ob Spiele sind wie Final Fantasy, Dragon Quest, Grandia, ich habe sie alle gespielt. Und ich feiere es einfach wirklich hart. Secret of Mana, Chrono Trigger. Leider dauern die Spiele halt immer ewig lang und durch diese ganzen Grind-Passagen ist es halt zum Zuschauen im Livestream immer relativ langweilig. Aber ich denke, wir werden schon was finden, wie wir uns unterhalten können in der Zeit. Ich kann ja ein bisschen über One Piece weiterhin reden. Oh Gott. Ich brauche jetzt ein bisschen mehr Kraft und dann ein bisschen hiervon. Na komm, steh auf und... BAM! In den Boden mit dir! Komm, und... BAM! Und... Butch. Komm und BAM! Chaka! Boink. Yeah, gut. Das war jetzt eher suboptimal. Mein Mikro fällt zusammen. Huh. Tschüss, Ruffy. Genau, und in der Zeit ist er nicht erstickt im Sandgrab. Ist klar. Nase. Tatakano. Dee no nao motsu. Anata tachi. Dee? Dou yara. Muda na shitsumon mitai ne. Yay, unser Strohhut. Ein Esser mal bekommen. Ein unaufhaltsamer Kampf. Der finale Kampf in Abana. Wir nehmen Zorro. Ach ja, Vivi, ich hoffe, es geht dir gut. わかってると思うが、この戦場にはレイの変身野郎がいる。いつ仲間になりすましてビビの命少しでも怪しいと思ったら、仲間の印を確認するんだ。わかったわ、あの時のあれね。 一味がアラバスタに上陸する直前のこと。ゴーイングメリー号に謎の能力者が乗り込んでくる珍事件が起きた。へったりが釣れた！彼は他人そっくりに変身できるマネマネの実の力を披露。ルフィたちは大いに盛り上がり、その正体を知らぬまま友情を育んだ。友情ってやつは付き合った時間と 関係なし。 だが別れ際、彼が
私もそれがいい。左腕にバツ印をつけ、その上から包帯を巻く一味とビビ。少しでも仲間が怪しいと感じたら、包帯を取ってその印を見せる。そう決めたルフィたちはエンジンを組んで左腕を突き出す。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。今クロコダイルとの決戦に臨むルフィたちの腕には揃って包帯が巻かれていた。 Na dann. Gruppe Barockfirma vernichten. Das sollten wir, glaube ich, hinkriegen. Aber erstmal brauche ich... Nein, ich habe keine Geld für Leben. Okay, ich kann mir nichts leisten. Ist okay. Attacke! Zum, zum, zum. Geh schon mir auf den Sack. Weg mit dir. Oh. So. Da ist auch noch ein größerer. Oh, das ist eine Nebenmission. Die schnappen wir uns noch. Erobere das Territorium. Okay, das kriegt man hin. Das sollte machbar sein, würde ich mal sagen. Tja, tja. Gibt's auch, ich kann fliegen. So, zack. Und ihr kommt auch weg. So, bam, 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 bam. Oh, die Marinesoldaten sind da. Habe ich jetzt eigentlich die Mission schon abgeschlossen? Ist das irgendwem aufgefallen? Und tschüss. So. Dann hier eine neue Nebenmission. Und erstmal aufräumen. Jetzt mal dich. Dann die nächsten zwei. Und erfolgreich abgeschlossen. Warte mal, hier. Dich kriegen, klar. Hi, Bree. Mr. Zero, Nein, also würde man jetzt One Piece nicht kennen, wäre die Story überhaupt nicht klar, was da eigentlich passiert. Also man sieht von der Story nicht wirklich viel. Man hat so zwischendurch mal ein paar kleine Zwischensequenzen, die also die wichtigsten Ereignisse kurz mal rüberbringen. Aber wenn man One Piece nicht vorher kennt, ergibt
die Story einfach keinen Sinn. Weil es wird, also es wird nicht wirklich sehr viel erklärt. Aber man muss auch so sagen, das Spiel ist halt nicht einfach gemacht worden, damit es irgendwer spielt, sondern das ist halt einfach ein Fanbased-Game. Das ist halt eine Adaption zu einem Anime, zu einem Manga. Da gehen die Entwickler halt auch nicht davon aus, dass es irgendjemand spielt, der von One Piece keine Ahnung hat oder nicht mehr weiß, was One Piece letzten Endes ist. Ich weiß nicht, ob dir die Spiele Dynasty Warrior was sagen. Diese One Piece Pirate Warrior Spiele sind nach den Dynasty Warrior Spielen aufgebaut. Das heißt im Grunde, du machst die ganze Zeit nichts anderes als, du hast hier deine riesige Map, da tauchen halt Gegner auf, du schnetzelst dich durch die Gegend. Also wenn du jetzt irgendwie eine spannende Story erwartest, nein. Wenn du jetzt spannendes Gameplay erwartest, nein. Ich meine, jetzt guck mal, ich stehe jetzt hier in Gegnermassen und die greifen mich halt nicht mal an. Ich kann jetzt nächste halbe Stunde so rumstehen, als würde halt nichts passieren. Das ist einfach nur, du schnetzelst dich einfach nur durch die Landschaft. Das war's. Einfach ein bisschen Aggression oder sowas rauszulassen, dafür ist das Spiel gedacht. Aber wirklich gutes Gameplay oder spannende Story hat das Spiel nicht. Also wenn du darauf hoffst, dann kaufst dir lieber nicht. Weil du rennst halt immer nur von Punkt zu Punkt, du siehst ja die ganzen kleinen Punkte auf der Minimap. Da rennst du hin, knallst einen Gegner und das war's. Ja, es ist halt leider bei Anime-Games immer so. Die haben meistens nie ein gutes Gameplay oder eine starke Story oder sowas. Ich will jetzt nicht böse sein, aber letzten Endes sind diese Spiele nur eine Geldmacherei. Die nutzen einfach nur das Franchise aus, da steht halt One Piece drauf und dadurch verkauft sich halt gleich deutlich besser. Es ist wie gesagt, es ist nichts anderes als Dynasty Warriors. Schau dir mal YouTube-Videos zu Dynasty Warriors an. Nur halt eben, dass die Charaktere aussehen wie die Leute von One Piece. Das war's. Aber sonderlich spannend ist es nicht. Ich meine, was du vielleicht machen kannst, ich spiele hier jetzt auf der Schwierigkeitsstufe normal. Es gibt nochmal zwei Schwierigkeitsstufen drüber. Möglicherweise machen da die Gegner mehr. Das weiß ich jetzt nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Warte mal, vielleicht kann ich ja sogar. Nee. 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 Okay, gut. Ich kann die Schwierigkeitsstufe jetzt auch gar nicht im Game hochstellen. Ach, halt, das sind ja meine Leute. Wenn du mal ein Game suchst, wo du einfach nur die Sau rauslassen willst, dann ist es wirklich genau richtig. Aber wenn du halt wirklich gutes Gameplay oder Story möchtest, dann spiel irgendwas anderes. Also ich kann dir einen kleinen Tipp geben. Ich weiß nicht, ob du mit der Marke was anfangen kannst, aber nächsten Monat, irgendwann am Anfang, kommt Final Fantasy VII, das Remake, raus. Da hast du ein Spiel, du hast eine mega geniale Story. Also die Story von Final Fantasy VII war schon damals der absolute Oberburner und ist es immer noch. Und du hast halt Gameplay, das auch ähnlich wie hier ist. Also du schnetzelst auch durch Gegner halt durch. Nicht halt durch solche Massen von Gegnern, aber hast halt deine Kämpfe. Die haben aber einfach noch ein paar mehr Taktikelemente mit drinnen. Und die Gegner machen halt auch was. Also, wenn du wirklich ein gutes Spiel spielen willst, dann warte einfach bis Anfang April, bis dann Final Fantasy VII das Remake rauskommt. Klaro sieht es nicht aus wie One Piece. Der Resi 3 wird bestimmt auch lustig. Wobei es ja bei Resi immer so eine Sache ist. Manche Resis sind echt mega genial und andere Resis. Da kriegst du einen Kotzbereiz. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich muss ein bisschen aufpassen. Ah, da ist Tashigi.
Ja, Final Fantasy 7 hat wirklich auf sich warten lassen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es besser, wenn Entwickler ein Spiel erst später rausbringen als eigentlich angekündigt, wenn sie dafür das Spiel halt auch technisch und spielerisch halt einfach verbessern. Mir bringt es nichts, ein halbfertiges Spiel zu bekommen, nur damit es halt rechtzeitig da ist. Dann sollen sie lieber ein bisschen warten und dann halt noch die letzten paar Sachen verbessern. Also ich kann dir wirklich nur raten, hol dir Final Fantasy 7, das wird schon mega geil. Ansonsten kannst du auch warten, ich werde es auch wieder livestreamen. Sobald es draußen ist, ich werde es mir sofort am ersten Tag schnappen und livestreamen. Kannst du es dir gerne bei mir vorher angucken. Und du kannst dich immer noch entscheiden, ob du sagst, okay, hey, das gefällt mir, das hole ich mir vielleicht auch. Resident Evil 2 war für mich das beste Game letztes Jahr. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht gespielt. Aber ich glaube, ich habe das Let's Play dazu gesehen von irgendwem. Was? Mr. Two und Mr. One. So, was seid ihr denn? Dann besiegt man die zwei doch mal. Dann gehen wir erstmal zu... Shit, die sind weg. Was sind die? Hä? Da. Zack, 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 zack. Aber ein Resident Evil Spiel sollte ich eigentlich auch mal wieder spielen. Huch. Wäre bestimmt auch mal wieder lustig, so ein kleines Horror. Und? Was? Ich hab den nicht erwischt? Oh Mann. Bleib stehen. Alter. Was geht mit dem kaputt? Ne, das sah jetzt im Anime auch besser aus. Mr. Two, besiegt. Ba-ba-ita-wa. Akireta-ze. Mada iki ga an no ka? Anta no kachi yo. Koroshinasai. Douse Achishi wa soshiki ni kesareru unmei. Nani o guzu-guzu shiten no yo? Sassa to todome yo. いい勝負だった。もうそれ以上言葉はいらねえはずだぜ。ライバルとの友情の証、アチシ、アチシ泣かない。ドン。ああ、まあ。 Aber guck, Bree, hier hast du gesehen, also so viel sehen wir immer von der Story. Es sind halt immer nur wirklich so ganz kleine 2 Minuten maximal Zwischensequenzen und das war's. So, wo ist jetzt Mr. One?
Mr. Wahan, wir suchen dich. Der war doch vorne hier irgendwo. Ach, da ist er doch. Der ist Bone, Mr. Wahan. Zack, zack, schneiden, ohne zu spalten. Du bist ein würdiger Gegner, dagegen gibt es erstmal den Kraftboost. Und zack. Nitoryu, Togen Totsuda. Zack, zack. Alter Schwede. Oh, jetzt hat er auch einen Kraftboost. Nö, jetzt hat er wieder so ein Schild. Okay, das war schon. So viel zum Schild. So schnell stirbt ein Zorro nicht. Oder auf Japanisch Shishi Sonson. Das ist der geilste Name für eine Technik. Shishi Sonson. Itori. Todeslöwenlied, aber habe ich keine Ahnung, was auf Japanisch heißt. So. Boah, was ist denn das da für ein blauer Stern auf der Karte? Tschum. Halt, falsch rum. Hat mich abgelenkt. Wie könnt ihr nur? Ein Anführer. Na, gucken wir doch mal, was das für ein Anführer ist. Ja. Nee, bleib stehen. Ach, das ist einer von meinen Anführern. Upsi. Roten sind die Gegner. Tashigi. Nein. Hä, ich kann Tashigi nicht angreifen? Ah ne, die ist ja auch. Im Moment bei uns. So. Ich glaube, ich sollte mal langsam. Achso, das sind meine Leute. Mehr Gebiete erobern, würde ich sagen. Dann holen wir uns mal das Gebiet da hinten. So. Hm.
So. Und euch räumen auch mal auf. Zack. Dragon Tornado. Also Zoro hat echt die geilsten Attacken, um die Gegner aufzuräumen. Komm schon. Das war's. So, dann erobern wir mal das da oben. Dun, dun, dun. Yeeha. Tschüss. Wecken euch. Was? Nami wird bald in die Flucht. Oh fuck. Mach mal schnell hin. Ich komm ja schon. Entspann dich. Weg mit dir. So. Yes. Wir haben die Kanonen freigeschalten. So, und wer belästigt hier jetzt Nami? Weg mit euch. Falsche Richtung. Wow, pass auf, wo du hinschießt. Und der Abschluss. Bata! So. Sind halt nicht mehr so viele Gegner irgendwie. Oh, das sind noch ein paar. Wenn ich hier fertig bin, ist Alabaster einfach nur noch ein Schutthaufen. Dragon Tornado! Da 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 da.
kommen immer mehr. Kann ich sie nicht auszustellen? Nö, war ja klar. Zack. So, die Basis haben auch. Ach shit, jetzt muss ich da unten wieder helfen. Oh Mann. Zorro kommt, keine Sorge. Lass den Chopper in Ruhe. So, wo ist der Anführer hier? Da. Und. Tja. Und. Finish. So, da ist nochmal einer von denen. Den hole ich mir auch gleich. Dragon Tornado! So, jetzt gibt's ja nur noch da oben, wo ich jetzt noch was erledigen muss, und dann haben wir das auch schon geschafft. Dum, 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 dum. Kriegst du erstmal einen Dragon Tornado in deine Fresse. Und. Zack. So, Miss Bloody Sunday. Dragon Tornado. Dragon Tornado. Hör. Okay, gegen die brauche ich wohl einen Kraftboost. Dragon Tornado! Ah, oh, shit. Huh. Und zack. Mann. Und zack! Und Dragon Tornado! Alter Schwede, du gehst mir auf den Keks, weißt du das? Dragon Tornado. Und jetzt finishen wir das. Oh. Doch noch nicht ganz. Aber jetzt. So. Und jetzt brauche ich noch das da oben.
Und hier erstmal noch einen schönen Dragon Tornado. So, jetzt holen wir uns nach da oben den Bereich und dann hätten wir es ja eigentlich. Ah, das sind sie doch. Shit, Lizard. Lizard, streng dich mal ein bisschen an. Da ist der Anführer. So, und du bleibst gefälligst hier. Ja, Mann, Lissab, du Lappen. Ah, jetzt muss ich das unten wieder einnehmen. Eieieiei. Aha, wer bist denn du? Lässt du Chopper zufrieden? Ich warne dich nur einmal. So. Ich will nicht mehr so viel Zeit, fuck. Puh. Dann drücken wir wohl mal ein bisschen aufs Gas. Was willst denn du von mir? So, jetzt ist hier noch so ein Lappen. Ja, komm schon, jetzt ist so langsam ein Wettlauf gegen die Zeit hier. So, das haben wir schon mal. Was ist denn hier unten los? Mann! Weg mit euch! Weg mit euch! Siege die Verdienung! Ja, aber wo denn? Hm.
Wie sollen die sein? Diese verdächtigen Soldaten. Dann rennen wir mal einmal durch die Map und gucken mal. Oi, mo maniawa nai zo. Hayaku mitsukenai to. Wo muss ich denn hin? Wie komme ich denn da hin? Vielleicht von der anderen Seite. Schnell. Uhuhuhu. Ja, da oben müssen doch Mr. Seven und die andere sein. Aber wie komme ich da hin? No, ich habe ernsthaft verloren.